Herzlich willkommen, ein neuer Vergleich. Dieses Mal bin ich echt gespannt. Wir haben zwei verschiedene Sorten Super Böller 2. Einmal den aktuellen von Nico und einmal, selber noch nie gehabt, den aktuellen von Xplode. Grün-weißer Böller. Der Xplode Böller von der, der Xplode Böller von der Verarbeitung her. Naja, vorne einfach nur ein roter Pest zugemacht. Hinten geht es sehr weit rein, bis überhaupt mal was kommt. Okay, der von Nico, ja genauso schlecht. Von der Größe her, der von Xplode sogar noch ein bisschen länger, aber wie gesagt, das ist mehr Verpackung als alles andere. Schauen wir mal. Wir fangen mit Nico an. Mal ungefähr so laut wie ein D-Böller gewesen. Und der von Xplode. Ah, der ist jetzt wirklich im Gras gelandet. Oh, da brauche ich aber auch gar keinen zweiten zu zünden. Eindeutiger Sieger, der Super Böller 2 von Xplode. Den würde ich echt empfehlen. Von Nico, der auch nicht so schlecht, aber der von Xplode, doch, der drückt ganz gut. Und obwohl er im Gras lag, den kann man sich auf jeden Fall kaufen.